Hallo, herzlich willkommen zu diesem kleinen Trainingsvideo. Mein Name ist Oliver Schirmer und heute soll es mal um das ultimative Rekrutierungsgespräch gehen. Ich möchte dir ein Gespräch zeigen, welches ich schon sehr, sehr lange im Einsatz habe, welches ich oft verwende. Es lässt sich gut einsetzen, wenn du mit Menschen direkt vor Ort sprichst, also ich sag mal offline arbeitest, 1:1 am Küchentisch bei der Person sitzt oder ja irgendwo dich mit der Person in einem Kaffee triffst. Du kannst es aber auch online nutzen, ja, indem du es über Skype zum Beispiel machst. Also es geht auch ohne Probleme, habe ich schon mehrfach eingesetzt. Du kannst es nicht nur nutzen, um für deine Anwerbung oder für den Verkauf. Du kannst es auch in abgewandelter Form nutzen, um deine Partner zu coachen. Der Vorteil ist ganz einfach, dass du nur ein Gespräch beherrschen musst und es dann dementsprechend immer der Situation einfach ein bisschen anpassen kannst. Zunächst mal ist es so, dass du, es gibt ein paar Basics, die du beachten solltest, wenn du dieses Gespräch anwenden willst. Zum einen solltest du, das gilt aber eigentlich grundsätzlich, solltest du vor jedem Gespräch dich auf die positiven Eigenschaften des Gesprächspartners fokussieren, weil es ist so, es gibt Menschen, beziehungsweise jeder von uns Menschen hat seine Fehler, hat seine Schwachstellen und letzten Endes macht es durchaus Sinn, sich nur auf die positiven Eigenschaften zu konzentrieren, weil dann die Gesprächsatmosphäre eine ganz, ganz andere ist. Ja, wenn du dich auf die positiven Eigenschaften konzentrierst, dann wirst du das Gute im Partner bzw. in dem Gegenüber sehen, im Gesprächspartner sehen und wirst dann dementsprechend ein ganz anderes Gespräch führen, als wenn du drüber nachdenkst, was in dem anderen jetzt eigentlich alles so falsch ist. Dann solltest du viele Fragen stellen und dich aufs Zuhören konzentrieren. Aus dem ganz einfachen Grund, weil nur der Gesprächspartner an sich weiß, wie es in ihm aussieht. Wir können zwar viel vermuten, wir können zwar viel reininterpretieren, nur letzten Endes weiß nur der Gesprächspartner, was ihn interessiert, wie seine Zukunft aussehen soll und was er für Vorstellungen hat. Und dann geht es eben schon ins Gespräch, Du kannst ganz normal deine Einleitung verwenden, so wie du es bisher gemacht hast. Du solltest aber jetzt es anders machen als andere. Und zwar solltest du jetzt nicht über dein Unternehmen reden, nicht über deinen Marketingplan, sondern du könntest zum Beispiel sagen, wir haben uns ja getroffen, um über eine Geschäftsmöglichkeit zu reden oder über das Produkt XY, so wie das halt zustande kam. Und dann solltest du eben das anders machen, als die Person das erwartet. Du solltest auf sie eingehen und nicht jetzt mit den Zahlen, Daten, Fakten von deinem Unternehmen aufatmen. Du könntest dann hergehen, könntest sagen, okay, darf ich dir ein paar Fragen stellen? Dann wird die Person sagen, ja, sicherlich. Und jetzt könntest du hergehen und könntest sagen, auf einer Skala 1 bis 10, wo würdest du dich denn in Bezug auf Karriere sehen? Bist du schon da, wo du erreicht hast, dann wäre es eine 10, was du erreichen wolltest, dann ist es eine 10. Und wenn du noch gar nicht da bist, wo du eigentlich sein willst innerhalb deiner Karriere, dann wäre es eine 1. Und so könntest du das dann abklopfen, Karriere, Sicherheit, Spaß, Verdienst, Selbstständigkeit, Arbeitszeit, einfach mal herauszufinden, wo ist denn die Person gerade, also so eine Bestandsaufnahme zu machen. Und dann ist es wichtig, in dem nächsten Schritt zu verstehen oder herauszufinden, was denn die Motive der Person sind. Also wenn du die Bestandsaufnahme jetzt gemacht hast, zum Beispiel bei Karriere ist eine 5, bei Sicherheit eine 4, bei Spaß eine 2, bei Verdienst eine 7, Selbstständigkeit ist dann vielleicht eine 3, Arbeitszeit eine 2, wie auch immer. Dann könntest du hergehen und könntest sagen, das solltest du auch machen, was verstehst du eigentlich unter Karriere, was ist denn für dich wichtig, weil wenn du zwei Personen fragst, was sie unter Karriere verstehen, dann hat die eine diese Ansicht über Karriere und die zweite dann eben wieder eine andere. Der eine wird sagen, ich möchte zum Beispiel 10.000 Euro im Monat verdienen, die andere Person will vielleicht nur 300, 400 Euro dazu verdienen. Wichtig ist, dass du mit diesen Fragen herauskristallisierst, was denn eigentlich die Motive der Person sind, worauf sie Wert legt, was ihre Werte sind, dass du einfach dir ein Bild über die Motive der Person machst. Und dann könntest du in dem nächsten Schritt oder solltest du auch in dem nächsten Schritt fragen, was wäre für dich denn erstrebenswert? Also ich weiß ja jetzt etwa, was du in der Karriere verstehst und du ordnest dich momentan bei 3 ein. Was wäre denn so in dem nächsten Schritt auf einer Skala von 1 bis 10 die Nummer, die du anstreben würdest? Und dann sagt die Person vielleicht 7 oder 8.
Ja, und dann könntest du das eben für dich wieder notieren. Und jetzt könntest du Folgendes machen. Das habe ich schon mal vorbereitet. Ich bin jetzt aber nicht der großartige Zeichner, so wie du siehst. Du hast ja jetzt die Punkte, die dir die Person genannt hat bei der Bestandsaufnahme. Du weißt also, okay, bei Karriere ist sie momentan jetzt vielleicht bei 4, bei Sicherheit bei 2, bei Spaß bei 5, bei Verdienst bei, was weiß ich, auch 5, Selbstständigkeit vielleicht eine 2 und Arbeitszeit, das ist vielleicht so, wie sie sich's vorstellen. Und dann könntest du das miteinander verbinden, so wie ich das hier gemacht habe. Und jetzt kannst du zu dieser Person sagen, also du siehst, das Rad hier, das läuft nicht rund, ja, sondern wir haben viele Ecken und keinen Mensch würde ein Auto mit solchen Rädern kaufen. Warum? Weil es nicht vom Fleck kommt, weil es nicht vorwärts kommt. Und wenn etwas nicht rund läuft, ja, dann, beziehungsweise wenn es in einem Bereich nicht rund läuft, dann bedingt es auch immer die anderen Bereiche. Wenn du zum Beispiel in deiner Partnerschaft, ja, wenn du dort unglücklich bist, dann wirkt sich das früher oder später auch auf den Beruf aus, weil das alles viel Energie frisst, ja. Und so könntest du dann quasi die Bestandsaufnahme eben erklären und könntest sagen, okay, siehst du, das ist jetzt momentan die Ausgangssituation. Und in grün habe ich das jetzt gemacht, wäre zum Beispiel die ideale Situation. Ja, und du siehst also, es ist ja auch erstrebenswert, dieses Ideal zu erreichen. Und einfach der Person damit bildlich darzustellen, wie weit sie jetzt eigentlich noch von ihrem Idealbild entfernt ist. Einfach mal auch das Problem zu zeigen, damit die Person auch sieht, in welchem Problem sie, in welchem Dilemma sie sich eigentlich gerade ja, befindet. Und jetzt könntest du wieder in den Dialog gehen, ja, und mit der Person sprechen. Ja, was wäre jetzt deiner Meinung nach der erste Schritt, um dein Ideal zu erreichen? Ja, welche Möglichkeiten hättest du vielleicht sogar auch in ihrer jetzigen Firma? Und dann einfach mal abzuklopfen, was ist denn eigentlich machbar? Und in 80% der Fälle kommt, also in 80% der Gespräche, die ich so führe, kommt raus, dass die Person also dass die Person irgendwann zu der Erkenntnis kommt, ja, dass eigentlich so momentan, wie es jetzt ist, dass sie da auch keine großartigen Optionen hat. Und wenn sie Optionen hat, dass es dann ein weiter, weiter Weg ist, ja, zum Ideal. Ja, so und jetzt ist dann eigentlich der Zeitpunkt gekommen, an dem du eine Lösung aufzeigen kannst. Du hast jetzt quasi den Nährboden bereitet, damit du jetzt überhaupt erstmal deinen Samen sehen kannst, weil jetzt wird dir die Person auch aufmerksam zuhören, weil sie jetzt sieht, was ist für mich drin. Ja, sie weiß jetzt genau, okay, das ist meine Situation und jetzt, wenn du jetzt sagst, ich könnte dir eine Lösung zeigen, würde dich das interessieren, dann würde die Person dann passt die auf, ja, weil dann will die natürlich schon wissen, was für eine Lösung du ihr anbieten kannst. So, und jetzt könntest du deine Chance aufzeigen. Jetzt könntest du zeigen, wie du mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung, mit deinem Unternehmen, wie du der Person dabei helfen kannst, ihr Ideal zu erreichen. Und jetzt kannst du einfach nur die Worte verwenden, die die Person verwendet hat, ja, in Bezug auf Karriere, Sicherheit, Verdienst, ja, weil du ja die Motive dieser Person bereits kennst. So, und dann geht es auch schon in die Abschlussphase, wenn du das gemacht hast. Ja, du kannst dann anfangen mit der Abschlussphase. Hast du bisher noch Fragen? Wenn die Person Fragen hat, beantwortest du die natürlich. Und dann kannst du jetzt ganz einfach in den Vorabschluss gehen und kannst sagen, okay, verstehst du, beziehungsweise siehst du eine Chance, wie du mit unserem Produkt, mit der Firma oder was auch immer, ja, dein Rad rund bekommst, wie du dein Leben verbessern kannst. So, und jetzt wirst du in der Regel eine klare Antwort erhalten, ja oder nein. Du kannst dann entweder nochmal nachhaken, aber wenn die Person ja sagt, dann kannst du in den Abschluss gehen und kannst sagen, okay, wann willst du starten? Ja, und da musst du dann auch gar nicht großartig hier rumschreiben, sondern einfach, wann willst du starten? Weil wenn die Person ihre Chance gesehen hat, dann wird sie auch starten wollen. Und wenn nicht, dann kannst du entweder nochmal nachhaken oder es passt einfach nicht. Okay. So, in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte dir mit diesem ja, kleinen Training hier ja, eine Freude machen und dir weiterhelfen. Ja, wenn du noch Fragen hast, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Ansonsten freue ich mich, wenn dir das Training gefallen hat, über einen Kommentar ja, unterhalb des Videos. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Einsetzen ja, des Gesprächs, viel Erfolg und alles, alles Gute. Ja, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.